Hallo Leute und willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Ihr wolltet ein Sammlungsvideo von mir sehen. Hier sieht man auf jeden Fall nochmal mein Zimmer. Hier habe ich aber schon in einem anderen Vlog im Weihnachtsspecial gezeigt. Und ja, im heutigen Video zeige ich euch meine Sammlung. Und ja, ich würde sagen, laden wir auch ganz viel rum und starten wir direkt rein. Let's go! So Leute. Hier kommen wir direkt, also das ist doch ein Bild, das kennt ihr ja, ich habe es euch im letzten Video, wie gesagt, gezeigt. Genau, hier kommen wir zu diesen ganzen DVDs. Ja, es sind einige, ich werde euch jetzt wahrscheinlich alle einfach mal zeigen und genau. Also hier fangen wir auf jeden Fall mal an mit GTA. Ja, was soll ich dazu sagen? GTA 5 für die PlayStation 4, legendäres Spiel. Ja, habe ich eigentlich früher sehr, sehr oft gezockt auf der PlayStation. Dann haben wir hier Battlefront 2 von EA. Ja, auch relativ basic, habe ich auf dem PC auch gespielt schon. Hier Lego City Undercover, ja, habe ich extrem oft früher gespielt, auf der PlayStation auch auf 100% und so gespielt, also auch ziemlich interessant. Ja, werden wahrscheinlich auch einige kennen. Das Game habe ich zwar nie angezockt, ist noch original verpackt, wie man sieht, aber gibt's auch, habe ich mal geschenkt bekommen, deswegen gammelt es ja auch rum. Genau, hier noch Need for Speed, liegt hier auch noch rum, habe ich auch zwischendurch mal gespielt, nicht ganz so häufig, aber auch immer mal wieder. Genau, das sind eigentlich schon meine PlayStation-Spiele, habe ich noch zwei, drei online. Genau, dann hier, was soll ich sagen, die letzten Jedi und der Aufstieg Skywalkers liegt hier auch noch rum von Star Wars. Ja, was soll ich dazu sagen, ihr wisst alle meine Meinung zu den Filmen, brauche ich nicht weiterreden. Genau, hier Rogue One oder Rouge One, je nachdem, ich weiß immer noch nicht, wie man das genau ausspricht, auf jeden Fall irgendwie so ähnlich. Fand ich ganz geil, den Film. Habe ich mir auf DVD gekauft. Seit ich Disney Plus habe, sind die Sorgen sowieso weg. Aber auf jeden Fall mega legendär. Geiler Film. Ja, kann man nichts sagen. Genau, dann hier habe ich noch die Dunkle Bedrohung auf DVD. Auch ganz nice. Ja, was soll ich dazu sagen? Auch ein ganz geiler Film. Ja, relativ basic. Aber es ist auf jeden Fall geil. Natürlich habe ich jetzt, wie heißt es nochmal, Disney Plus. Und deswegen haben sich die Sorgen, wie gesagt, erledigt. Hier, Star Wars The Clone Wars, der Film, war auch extrem mega, mega geil. Vor Disney Plus den so anzuschauen, war auch echt mega nice. Ich fand den Film eigentlich richtig geil, auch von der Story her. Und kann man auf jeden Fall auch nichts sagen. Schon echt mega geil. So, dann hier. Star Wars The Clone Wars, die komplette erste Staffel. Leute, das war einfach ein Traum, das anschauen zu können auf DVD mit meinem alten, mit meiner alten PlayStation 3. Auf der habe ich das immer angeguckt. War einfach wirklich, Leute, es war so, so, so geil, das anzugucken. Wirklich, es war wirklich ein Kindheitstraum, das anzuschauen. Und zwar alle Staffeln. Also das war die erste Staffel. Hier liegt noch die zweite Staffel. Ich zeige euch einfach mal alle. Hier die dritte Staffel, sogar in so einem Cover drin. Dann haben wir hier die vierte Staffel, auch echt, echt geil. Dann haben wir hier noch die fünfte Staffel, auch natürlich extrem geil. Und hier die sechste Staffel. Die siebte Staffel gibt es leider ja nicht auf DVD, oder wüsste ich zumindest nicht und habe ich nicht, deswegen. Aber die sechs waren auf jeden Fall mega, mega geil, habe ich als Kind sehr, sehr gerne angeschaut. Und genau, jetzt kommen wir zu den PC-Spielen, wo ich hier auf DVD noch habe. Einmal den Winter Resort Simulator Season 2 und den Winter Resort Simulator Season 1, also beide. Ein ganz geiles Spiel, kam bei euch auf jeden Fall extrem an, also 1000 Aufrufe oder so auf dem Video, wo ich mir gedacht habe, ja, ich habe heute kein Video, komm, lass mal irgendwie was random aufnehmen und macht einfach 1000 Aufrufe. Leute, danke dafür auf jeden Fall für dieses krasse Video. Ja, relativ basic, das Spiel habe ich halt auf DVD, genau. Dann hier den Fernbus-Simulator, spiele ich zwar jetzt über Steam natürlich, aber habe ich auch noch über die CD bei Steam activated. Auch echt ganz geil, das Game. Kann man jetzt natürlich auch ohne CD spielen, spiele ich auch ohne CD, wenn es mal auf Steam gespeichert ist. Aber ist auf jeden Fall ein geiles Game, habe ich öfter gespielt, habe auch öfter Videos drüber gemacht. So, mein Deutsch ist heute komplett schlecht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, zu viel geredet habe schon. Dann kommt hier das Bus-Simulator 16 Gold Edition Dings, also nicht, ich wollte gerade Video sagen, die DVD davon. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Hat mich jetzt nicht überzeugt, das Spiel, das habe ich auch mal geschenkt bekommen, glaube ich, oder so. Das Spiel ist ganz okay, kann man spielen, aber wenn es natürlich jetzt Bus-Simulator 22 und so gibt, ja, würde ich euch das nicht empfehlen.
Deswegen, ja, genau. So, dann den Landwirtschaftssimulator 2017 lege ich mal hier und den Landwirtschaftssimulator 2017 als nicht Platin Edition. Beide Editions hier auf jeden Fall. Die habe ich geschenkt bekommen, die Platin habe ich mir selber geholt und genau Leute, eigentlich ein geiles Game. 17er war auf jeden Fall der gemoddetste von allen meiner Meinung nach, war mega geil, habe ich dann auch gemoddet das Game und oft gezockt, also ich glaube ich habe da wirklich so 300 Spielstunden oder so, also hat sich auf jeden Fall gelohnt der Kauf, kann ich euch empfehlen, ist ein geiles Game. Aber natürlich kommen wir jetzt zu den OG-Simulatoren und zwar den Landwirtschaftssimulator 2015, ja. Dieser Simulator, auch mega, mega geil. Die Grafik wurde jetzt immer schlechter, weil jetzt ich habe noch ältere. Einfach extrem krass, aber ja, OG-Spiel würde ich sagen, weil ich ja schon so oft Landwirtschaft gezockt habe, Landwirtschaftssimulator. Und deswegen, Leute, fühle ich auf jeden Fall absolutes Game. Kann man sich auch noch holen, um es einfach in der Sammlung zu haben. Aber ja, wie ihr wisst, ich habe jeden Landwirtschaftssimulator gezockt. Und genau. So, kommen wir hier zu dem Landwirtschaftssimulator 2013 mit beiden Editions. Einmal die offizielle Add-on Edition und die normale Edition. Genau hier, das ist halt einfach so eine Erweiterung vom Landwirtschaftssimulator 2013. Auf jeden Fall extrem geil das Game. Halt Grafik, was soll man sagen, ist halt ein ziemlich altes Spiel, aber war auch damals legendär. Habe ich auch mit als kleines Kind schon gespielt und in meiner Sammlung. Und genau Leute, und jetzt... Jetzt für alle extremen OGs, der Landwirtschaftssimulator 2011. Ja, der Landwirtschaftssimulator 2011, was soll ich dazu sagen, ist einfach komplett OG. Es ist halt, ja, was soll ich sagen, es ist halt einfach der Landwirtschaftssimulator 2011. Ja, was soll ich dazu sagen, es ist einfach absolut krass, dieses Game. Natürlich nicht von der Grafik, aber so OG, dass es bei geisteskrank OG ist. Hier sieht man auch nochmal, hier ist die Grafik, ist halt, was soll man dazu sagen. Aber es ist einfach so OG, dass es so geil ist, Leute. Ja, und dazu, ich habe jeden Landwirtschaftssimulator ab 2011 eigentlich gezockt. Also 11er, 13er, 15er, 17er, den 19er und den 22er. Und ich werde mir auch den 24, 25er holen, je nachdem, welcher als nächstes rauskommt. Der 25er, glaube ich, werde ich dann auch holen und spielen, Leute. Also da bin ich eigentlich schon ein extremer OG, was das betrifft. Und genau, ja, wünsche mir auf jeden Fall viel Spaß, das Ganze nach wieder einzuräumen, sortiert. Aber ist egal. Dann würde ich sagen, hier ist übrigens, by the way, noch meine PlayStation 4. Meine PlayStation 3 ist halt nicht in diesem Raum. Die hat im Moment mein Vater. Genau, die kann ich euch aber auch mal noch zeigen. Und genau, ja, hier sind meine ganzen Controller und so. Und meine HD-Visitenkarten und so. Aber darum soll es nicht gehen, sondern um diese ganzen DVDs. Und ich würde sagen, die legen wir jetzt einfach mal hierher. Und dann kann ich euch die auch zeigen. So, Leute, wir gehen jede einzelne durch. Genau. Also, Leute, das sind viele Kindheitssachen auch, deswegen wundert euch nicht. Ja, fangen wir mit das hier an, mit dem hier. Das ist einmal Tom und Jerry, Gefiele des Spaßes. Das sind so alle Folgen von früher mit diesem Küken und so. Also war auf jeden Fall geil. Tom und Jerry, meiner Meinung nach, einer der legendärsten Serien. Zusammen mit Star Wars. Und auf jeden Fall mega geil. Hier sehen wir nochmal die ganzen Folgen, wo dabei sind so. Und ja, wie viele Jahren? 6 Jahren. Ja, hat sich auf jeden Fall immer gebockt anzuschauen. Habe ich auch sehr gerne mit meinem Vater immer angeguckt. Der hat es auch irgendwie, der findet es immer noch geil. Schaue ich sogar jetzt, gebe ich ehrlich zu, zwischendurch immer noch an. Ich finde es einfach so legendär, es ist so geil. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Einer der geilsten Kindheitsserien vor allem. Und genau, kommen wir hier zu Madagaskar. Madagaskar ist derartig legendär. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach geil. Das habe ich auch so oft angeguckt früher. Ja, es ist einfach OG. Es ist einfach Kindheit, Leute. Dann habe ich hier, so wie es aussieht, ja, Madagaskar 2. Fand ich sogar fast noch ein bisschen besser wie Madagaskar 1. Viele werden dafür jetzt ein bisschen haten vielleicht, aber ja, natürlich ist Madagaskar 1 genauso geil. Aber von der Story her fand ich teils eigentlich Madagaskar 2 vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber, genau. Natürlich, die Pinguine sind natürlich auch komplett legendär. Wer kennt's nicht? Und hier hinten sieht man auch nochmal das Ganze. Sorry für die kleinen Risse, es kommt von der LED und vom Licht. Aber ich glaube, man kann es trotzdem ganz gut erkennen. Genau, kommen wir zum nächsten. Und das sollte, genau, Shrek sein. Leute, das ist, ja, auch Kindheit legendär. Habe ich früher auch öfter angeguckt. Nicht ganz so oft, aber auch oft. War auch ein geiler Film.
Was soll ich dazu sagen? Auch einfach mega geil an der Stelle. Das sieht man auch schon wieder, was ich da hier für alte Games rumliegen habe. Genau, kommen wir zu Mammut Box Ice Age. Und zwar der erste, zweite, dritte und vierte Teil. Habe ich auch komplett oft angeguckt. Gerade wenn irgendwie ein Freund bei mir übernachtet hat, hat man halt irgendwie am Vorabend Ice Age 1, 2, vielleicht sogar noch 3 gesuchtet und am nächsten Morgen noch Ice Age 4 oder so angeguckt. War auf jeden Fall extrem geil. Ja, kann man nicht sagen. Das ist, ja, die ganzen, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach mega geil. Die ganzen verschiedenen Teile. Der erste Basic-Teil, das zweite mit dem Schmelzen und so. Das dritte mit den Dinosauriern und das letzte mit voll verschoben. Auf jeden Fall mega, mega geil. Und ja, kommen wir zum nächsten und das ist Minions. Minions auch absolut legendär. Habe ich auch mega oft angeguckt. Was soll ich sagen? Ist auch ein geiler Film gewesen. Ja, ab 0 Jahren sogar. Also, ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen. Es ist auch ein mega geiler Film. Habe ich öfter auch angeguckt auf der PlayStation 3 damals. Und genau. So, kommen wir zum nächsten. Und ja, es sind noch einige. Und das ist Sinbad. Habe ich jetzt nicht so oft angeguckt. Habe ich relativ spät bekommen. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Aber das ein oder andere Mal auch angeguckt. Auch eigentlich ganz geil. Ich kann mich nicht mehr ganz so gut dran erinnern. Aber ist auf jeden Fall auch noch in der Sammlung. Und genau. Als nächstes haben wir hier Der Goldene Kompass. Ich weiß nicht, vielleicht kennt's der ein oder andere von euch. Den Schauspieler kennt man natürlich, wenn für diejenigen, die, ihr wisst schon, was geguckt haben. James Bond und so. Also, ja, war auch ein geiler Film. Kann ich mir auch nicht mehr ganz so gut erinnern. Sollte ich vielleicht mal nochmal angucken. Genau. Dann, das ist jetzt so ein random Film über so Gehirn und Körper und so. So ein Doku. Gab's auch noch in der Sammlung. Auch noch dabei. Genau. Dann, hier haben wir Yogi Bär. Kenne ich auch noch von der Kindheit, habe ich früher auch immer mal wieder angeguckt. Und ja, das kennen auch nur noch die absoluten OGs. Ist auch noch in der Sammlung drin. Kann ich mich auch nicht mehr ganz so gut dran erinnern, aber ist auf jeden Fall auch ein geiler Film gewesen. Habe ich auch öfter angeguckt auf der PlayStation 3. Und genau, so, was haben wir hier als nächstes? Ich weiß gerade selber nicht mehr ganz. Bärenbrühe. Gab es auch noch, da habe ich mich gerade eben was wieder erinnert. Ich wusste gar nicht mehr, dass es das auch noch gab, dass ich das auch noch in der Sammlung habe. Habe ich auch immer mal wieder angeguckt von Disney und ja, genau, was steht hier noch rum? Ach ja, die ganzen Sprachen und so, perfekt. Genau, dann als nächstes haben wir hier Rio. Rio habe ich auch öfter angeguckt, war auch ein geiler Film, muss ich sagen, Leute. Wie gesagt, die alten Filme kennen auch nur die OGs. Rio ist so gar nicht mehr, okay, ist schon auch alt, aber nicht gar so alt. War auch mega, mega geil, Leute, kann man nicht sagen. Ja, OG würde ich sagen, ebenfalls. Dann kommen wir zu der Augsburger Puppenkiste. Perfekt, jetzt schmeiß ich das Ganze mal runter, direkt kaputt. Augsburger Puppenkiste. Leute, das werden viele nicht kennen, das ist so Puppentheater oder so. Da habe ich irgendwie auch eine komplett krasse Sammlung. Leute, ihr werdet mich jetzt vielleicht auslachen, deswegen könnt ihr auch gerne machen. Aber habe ich tatsächlich früher relativ oft angeguckt. Mit meiner Cousine und meinem Cousin. Cousin. Und Cousin, genau. Und davon habe ich einen kompletten Pack. Wartet, Leute. Boah, die sind alle davon. Leute, das ist einmal oben aus dem Eis. Jim Knopf nochmal. Und das Sams. Also diese vier. Leute, einfach legendär, sage ich euch. Es ist bei mir auch komplett Kindheit, habe ich öfter mal angeguckt. Ja, ist komplettes OG auf jeden Fall. Auf jeden Fall entspannt, auch vor allem Lukas, die Lokomotive, ich weiß nicht, vielleicht ist ganz bekannt eigentlich, vielleicht kennt es ja jemand. Muss nicht unbedingt sein, aber ist irgendwie geil, finde ich. Auch komplett alt, OG und genau. So, vier Sachen haben wir noch. Das wäre einmal das Dschungelbuch und wer das nicht kennt, der hat wirklich eine Lücke in seiner Kindheit gehabt. Außer ihr seid jetzt irgendwie schon zu alt, aber das ist einfach legendär. Es kam wirklich immer hier auf ZDF TV. Oder halt einfach auf Kika oder sogar Super RTL. War einfach mega geil. Habe ich so krass gefühlt als Kind. Habe ich immer angeguckt, wenn es um 7:30 kam. Kurz nach 7 war es. Bis 7:30, glaube ich. Immer angeguckt. War einfach mega geil. Es ist einfach komplette Kindheit bei mir. Leute, es ist geisteskrank. Ich finde es so geil. Müsste ich eigentlich mal irgendwie nochmal angucken. Irgendwie zum Spaß. Es ist einfach geil. So, Leute. Dann als nächstes
also das muss eigentlich jeder kennen, das ist Mickey Mouse. Habe ich, wo ich natürlich ganz klein war, noch nicht mal mehr auf der PlayStation 3, sondern, ich weiß gar nicht, wo ich das angeguckt habe, mir so einen ganz alten CD-Player, den müsste ich nachher mal gucken. Ich glaube, ich mache nachher mal kurz einen Cut und zeige euch das Ganze. Auf jeden Fall mega, mega geil. Habe ich früher sehr, sehr gern angeschaut. Fand ich ganz geil und liegt auch noch hier rum. So, das zweite, was als nächstes kommt, ist auch noch Mickey Mouse. Einmal die Wunderhaus-Eisenbahn ist nochmal ein anderer Teil. Auch ganz geil, kann ich mir jetzt auch nicht mehr ganz so erinnern. Und einmal noch das große Weihnachtsfest. Das passt ja zur aktuellen Zeit, da wir jetzt ja auch Weihnachten haben. Und ja, auf jeden Fall auch mega, mega geil. Eine Riesensammlung, wie man schon sieht. Und genau, so Leute, an der Stelle, das waren auf jeden Fall mal ein paar Sachen, wollte ich sagen, wie man hier sehen kann. Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt ganz kurz einen Cut. Und dann werdet ihr noch ein paar weitere Sachen sehen, weil die muss ich ganz kurz aus einem anderen Raum holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder und hier geht's weiter. Wir haben ja auch nochmal Minions als Blu-ray. Genau, was soll ich dazu sagen? Dann haben wir hier nochmal die letzten Jedi als Blu-ray. Habe ich euch ja vorher auch schon gezeigt. Hier einmal Star Wars Republic Heroes. Passt jetzt nicht ganz so rein in die Sammlung, weil es ein Spiel ist, aber liegt hier auf jeden Fall auch noch rum. Auf Steam könnte ich vielleicht euch auch mal meine OG-Games zeigen. Kann ich mal kurz spoilern. Das ist so Games wie Star Wars Empire at War. Irgendwas in die Richtung. Genau. So, Leute. Jetzt wird es nochmal extrem legendär für mich. Und zwar Tom und Jerry, The Ultimative Classic Collection. Da sind alle Tom und Jerry Sachen drin. Was es früher ja, zu sehen gab, das ist so eine 12er Box. Das sind 12 Sachen, wo hier drin sind. Einmal Collections 1 bis 6 und dann einmal 7 bis 12. Leute, das ist so legendär. Wenn ich daran denke, dann würde ich sagen, wie Kevin, fange ich schon wieder an zu sabbern. Das ist bei mir wirklich so, wie Kevin so schön sagen würde. Leute, das ist auch einfach mega, mega, mega geil. Auf jeden Fall, falls Kevin, du das hier siehst, Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. Weil du machst ja auch öfter mal so, ja, so Sammlungsvideos. Und hier geht's weiter mit Tom und Jerry Winterspaß. Auch mega, mega geil. Habe ich auch auf DVD, auf PlayStation 3 immer gesuchtet. Auch gerade an Weihnachten mit meinem Papa irgendwie zusammen neben zu Lebkuchen gegessen und so. Auch mega, mega geil. Hier, Tom und Jerry Sommerspaß noch am Start. Habe ich auch öfter angeguckt. Auch in den Sommerferien, wie hier steht sogar. Ja, mega geil. Und hier auch noch Jagd im Schnee, passend zu Weihnachten. Gab es auch noch einige Sachen drauf. Heiligabend, Tom und Tom auf Glatteis und so weiter. Die ganzen Episoden, wo es da gab. Mega, mega geil, Leute. Einfach legendär. Und ja, Leute. Ich glaube, das hier sind auf jeden Fall ein paar meiner alten DVDs, wo ich noch ja, angeschaut habe. Das könnt ihr jetzt euch wegdenken, das ist einfach nur ein Game. Ich will jetzt hier nicht mit den Games anfangen, weil da habe ich auch noch tausende. Ja, vielleicht nicht ganz so viele, aber auch noch einige. Und Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Sammlungsvideo. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's dann doch auch ganz interessant, auch selber nochmal das Ganze durchzuschauen. Sind ein paar Sachen, würde ich sagen. Und Leute, jetzt würde ich sagen, ja, habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielleicht könnt ihr euch ja auch meine Roomtour angucken. Ich bin jetzt nämlich genau auch in dem Zimmer, wo ich die Roomtour rüber gemacht habe. Schaut euch das Video auch gerne an. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, habt jetzt noch einen schönen Tag, schöne Weihnachten und ja, bis zum nächsten Video und ja, haut rein und ciao, ciao.